Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Nach Ultima 2 spielen wir jetzt direkt mal Ultima 3. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ultima 3, da sieht man schon richtig, dass sie einige Fortschritte gemacht haben im Spiel. Nicht nur, dass wir jetzt halt eine komplette Gruppe spielen von 4 Leuten. Und nicht nur einen, so wie in 1 und 2. Nein, auch von der Story her und von der Welt her haben sie es um einiges verbessert. Im Teil 1 war es ja, dass man auf Susaria gespielt hat, eine mittelalterliche Welt. Allerdings konnte man da ganz normalen Shuttle sich kaufen und musste gegen irgendwelche Aliens kämpfen. Es gab Phaser, Power-Rüstungen und was weiß ich. Also so hochmodernes Zeug. Und das haben sie jetzt alles ein bisschen verändert. Das wird es alles nicht geben. Das heißt, es ist eine reine mittelalterliche Welt, die jetzt hat. Mit Schwertern, Magie und so weiter. Also eine richtige Fantasy-Welt. Ohne irgendwelche Zeug. Ich meine, bei meinen Magic gab es auch Science-Fiction-Zeug drin. Aber da war das wenigstens noch richtig begründet, warum es das gab. Und zwar, und das war auch selten. In Teil 1 von Ultima war es ja eher so, na, wie soll ich sagen, man konnte sich ein Space Shuttle fast in jeder Stadt kaufen. Das war schon irgendwie seltsam. Also, storytechnisch und auch spieltechnisch haben sie da wirklich einige Fortschritte gemacht. Gut. Intro gibt's leider keins, wie im 1 und 2 genauso. Das müssen wir jetzt nochmal vom Handbuch her lesen und das machen wir doch gleich mal. Mit dem Fall von Mondain und Minax floss Frieden wie geschmolzener Honig über ganz Sosaria. Überall waren Lord Bridges Gefolgsleute froh und erfolgreich. Ein großes Krebsgeschwür war dem Körper der Welt ausgetrieben worden. Das Volk war wieder gereinigt und es war viel Frohlocken in der Städten. Sogar die Orks waren wie vom Erdboden verschluckt, nachdem die Burg von Minax gefallen war, wie Ultima 2 es erzählte. 20 Jahre dauerte der Frieden, 20 Jahre dauerte es auch, bis ein neues Wesen aus einem Kind erwuchs. In den Ruinen der Burg von Minax fanden sich einige Bruchstücke einer Schrift, die auf ein dunkles Geheimnis hindeutete. Es begab sich, dass es eine unheilige Allianz gegeben hatte zwischen Mondain und seiner jüngeren Anwärterin, Minax. Etwas war erwachsen aus dieser Vereinigung, doch ob dies menschlich, monströs oder dämonisch sei, darüber bereiteten die Schriftfragmente unheimliches Schweigen. Was war aus diesem höllengeborenen Wunderkind geworden? Es gab nicht die Spur eines Hinweises. Zeit verging und die Vorzeichen begannen sich zu mehren. Kometen stießen in den Himmel zusammen und ein Grollen und Beben von tief unter der Erde war zu hören. Dann, eines Tages, erwuchs in einer feurigen Geburt, einer Insel aus der Mitte des Ozeans. Nichts und niemand konnte sich ihr nähern, ob der mächtigen Hitze und des Dampfes. Betrunkene Seeleute behaupteten, einen Blick auf die Insel erhascht zu haben, als starke Winde den Dampf für Augenblicke verwehten. Sie schworen, dass eine Burg inmitten des Infernos existierte. Doch wie weit könnt ihr auf das Wort eines betrunkenen Seemanns bauen? Danach wurde der sachte Fluss des Lebens im Land erschüttert. Der Klang der Trommeln der Orks hob und senkte sich in den Hügeln und Bergen und furchtbare Überfälle begannen. Die entfernteren Siedlungen wurden aufgegeben und ihre Bewohner flohen in die Sicherheit von Dorffestungen. Kurz hiernach erschien urplötzlich eine Piratenflotte und der Handel wurde vom Meer getilgt. Eine böse Macht erhob sich im Westen und der Grund ächzte unter Spannung. Als Erzählungen aufkamen, die Erdenschlange habe sich aus ihrem langen Schlummer am Meeresgrund erhoben, schrien und weinten die Leute, das Ende der Welt sei nah. Lord British entsandte seine vertrautesten und talentiertesten Berater aus, die Wahrheit hinter diesen wilden Gerüchten zu entdecken. Wochen vergingen, bis schließlich ein gebrochener Mann durch die Haine außerhalb der Burg wandernd aufgegriffen wurde. Sein Verstand war in Stücke gerissen durch Furchtbares, das er gesehen hatte. Er hörte nicht auf zu wiederholen. Aus den Tiefen der Hölle kommt er, sich zu rächen. Was war da? Was es war, das kommen sollte, blieb im Dunkeln. Doch die Speerspitzen seiner bösen Kräfte waren für jeden zu sehen. Lord British sandte nach allen Helden im Volke, sich zu versammeln.
Dies ist der Grund, warum ihr heute hier seid. Ihr höret den Ruf und kamt. Die Aufgabe, die vor euch liegt, ist nicht einfach. Das Böse durchwandert das Land offen und greift alle Reisenden an. Ihr und eure Gefährten werdet schnell stärker werden müssen, wenn ihr überleben wollt. Strebt auf den alten Pfaden nach lang vergessenen Wahrheiten und Kräften. Ein vager Hinweis auf die Art des Übels wurde entdeckt. Ein verlassenes Schiffswrack wurde vor kurzem in den Hafen geschleppt. Keine Seeleute waren an Bord, weder tot noch lebendig. Alle waren sie verschwunden, als hätte sie eine böse Kraft vom Bord gerissen. Gefunden wurde nur ein Wort geschrieben im Blut auf dem Planken des Decks. Exodus. Roar R. Adams III. 23.08.83. So, das war das Handbuch. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Das Spiel ist wie 1 und 2 auch sehr, sehr grindlastig. Das heißt, ich werde da einige Sachen machen zwischen den Folgen, wo man einfach ein bisschen grinden muss, weil es einfach nicht anders geht. Und damit es ein bisschen einfacher wird, gibt es auch einen kleinen Trick, wie man ein bisschen an Geld kommt. Und zwar anders als im vierten Teil, wo man seinen Helden erschafft und dann seine Gefährten in der Welt sucht und rekrutiert sozusagen, erschafft man hier die Party, also komplett die Party. Und jeder Partymitglied bringt gleich 150 Gold mit, ein bisschen Essen mit und natürlich die Standardausrüstung. Also ein Dolch, glaube ich, und ein Kleid, eine Stoffrüstung halt. Denn man kann das jetzt so machen, dass man eine Party organisiert und das Geld und Essen und so weiter an den ersten Helden gibt. Dann geht man wieder aus dem Spiel raus und löscht die anderen anderen Charaktere bis auf den ersten und erstellt neue und macht dasselbe wieder. Und das habe ich gemacht gehabt. Nicht so viel, aber so ein bisschen, dass wir wenigstens eine gescheite Stadtausrüstung holen können, um es ein bisschen einfacher zu machen. So, organize a party. So, examine the register. Da haben wir schon Vala drin. Das ist, wie gesagt, der erste Charakter. Das ist jetzt sozusagen unser Avatar. Oder baldiger Avatar, wenn man so sagen will. Und den habe ich schon mal Geld ihr habe ich schon mal Geld gegeben. Kann man das auch look at the character? Unter 1, das sehen wir auch schon. Vala, Frau, ist ein Elf und auch ein Dieb. Status ist gut. Waffen, Hand, Armor, Skin. Also wir haben eigentlich nichts im Moment. Aber das ist bei jedem Charakter so, der anfängt. Stärke 15, Dexterity 25, Intelligenz und Wisdom 5. Hitpoints 150, Experience 0. Wir haben ja noch nichts gemacht. Food und Gold. Wie gesagt, Gold fängt man normalerweise bei 150 an und ich glaube, Essen auch bei 150. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr. Nicht ganz so viel, aber damit müssten wir schon mal ein bisschen über die Runde kommen. So. Dann grade a Charakter. Und zwar auf Slot Nummer 2. Da wollen wir, ich habe mir das mal aufgeschrieben, was ich da haben will. Etria. Das wird auch ein weiblicher Charakter werden. Race, jetzt gibt's hier, Moment, wie viele Rassen gibt's? 1, 2, 3, 4. Es gibt 5 verschiedene Rassen. Und die haben auch ihre Vor- und Nachteile. Und zwar bei, geht eigentlich der Mauszeiger? Ja. Bei Stärke, Dexterity, Intelligenz und Wisdom, diese Werte kann man auf maximieren. Genau. Und wie hoch, das kommt darauf an, was für eine Rasse man spielt. Bei Menschen kann man alles, also alle 3, bis auf 75 hochsteigern. Beim Elfen, was wir ja für Ding haben, geht Stärke, wie beim Menschen, auf 75, aber Dexterity geht auf 99, Intelligenz auf 75, aber Wisdom geht nur auf 50. Ich meine, für unseren Dieb ist Wisdom, also Weisheit, egal. Aber beim Elf geht, wie gesagt, das nur auf 50. Beim Bobbit geht genauso Stärke nur auf 75. Dafür Dexterity nur auf 50.
Intelligenz auf 75, aber Wisdom auf 99. Den können wir bis auf 99 steigern. Dann haben wir noch einen Fussi. Die ist sehr, sehr schwacher Charakter mit 25, aber Dexterity auf 99, Intelligenz auf 99 und Wisdom auf 75. Dann haben wir natürlich noch den Zwerg, der ist natürlich sehr, sehr stark, stärker auf 99. Dafür Dexterity und Wisdom auf 75, aber Intelligenz nur auf 50. Und ja, das war's eigentlich. So, Etria soll unser Kleriker werden. Das heißt, Kleriker habe ich mir dann entschlossen, dass wir das einen Bobbit machen, weil Bobbit ist der einzige Charakter, wo Wisdom auf 99 haben kann. So, Bobbit. Und jetzt können wir uns noch aussuchen, was für eine Klasse wir spielen. Und da gibt es sehr, sehr viele Klassen. Es gibt natürlich den üblichen Dieb, Kämpfer, Kleriker, Zauberer. Dann gibt es noch den Paladin, dann den Illusionisten, keine Ahnung, was für alles es gibt. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Klassen. Und jeder haben dann ihre quasi, ja, wo sie halt gut drin sind oder wo sie nicht so gut drin sind. So, aber wir spielen einen Klerik. Also wir bleiben direkt beim Klerik. So, jetzt haben wir 50 Punkte zum Ausgeben. Unser Klerik Stärke bringt, wie viel Angriffskraft man hat. Würde ich eigentlich ganz gerne hochsetzen, aber beim Kleriker ist es jetzt erst einmal nicht so wichtig. Dexterity ist schon wichtiger. Das ist nämlich nicht nur, wie oft man trifft. Also die ganze Stärke bringt nichts, wenn man ständig vorbeihaut. Also das ist wichtig. Außerdem ist das so wichtig, um Fallen oder sonstigen was zu umgehen. Das heißt, das ist schon wichtig. Da gehen wir 15 Punkte drauf. Intelligenz ist sehr, sehr unwichtig beim Cleric. Aber Wisdom ist wichtig. Da geben wir 25 Punkte drauf. Aber die Werte werden ja auch später noch steigern. Okay. Yes. Gespeichert. So. Great Charakter, Slot Nummer 3. Jetzt wollen wir ein Wizard machen mit dem Namen Tuck. Das ist diesmal ein Male. In dem Spiel ist es egal, ob man Frau oder Mann spielt. Im zweiten Teil hat es ja noch auf die Werte ein bisschen Einfluss gehabt. In dem Spiel hat es überhaupt keinen Einfluss gehabt. So, und du wirst ein Fussi werden. Genau, ein Fussi. Und zwar ein Wizard. Fussi, wie ich schon gesagt habe, sind sehr, sehr gut in Intelligenz und in Dexterity. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht. Das sind zwei gute Werte. Dafür ist halt Stärke nicht gut. Aber im Nahkampf wollen wir da eh nichts groß machen. So, Stärke. Deswegen geben wir unseren Wizard Stärke 5. Dexterity geben wir 15. Intelligenz geben wir natürlich 25, so viel wie möglich. Und Weisheit geben wir auch nur 5, weil Weisheit braucht er auch nicht. Es gibt auch nicht sowas wie im zweiten Teil, dass mit Intelligenz und Weisheit, wie soll ich sagen, die Preise gedrückt werden oder so. Soweit ich weiß, jedenfalls gibt es das nicht. So, unser vierter Charakter heißt oder wird heißen Scensio, auch ein Name, den ich sehr gerne nehme, auch wieder ein Mann. Und da wollte ich, ja, du wirst ein Zwerg werden. Und ich wollte dich zum Paladin machen, weil Paladin hat eigentlich ganz gute Werte, kann auch einen schönen Bogen benutzen. Fernkampfwaffen sind ja mal wieder richtig gut, wie im vierten Teil eigentlich auch. Und Paladin kann halt auch noch ein bisschen die Kleriker-Sprüche machen, wie heilen oder sowas. Das heißt, das ist gar nicht mal so schlecht. Und Zwerge können halt sehr, sehr stark werden. Das ist auch sehr wichtig eigentlich. Gerade denke ich beim Paladin, das wird dann unser Tank werden. Stärke geben wir mal 15. Dexterity geben wir 15. Sind halt beides wichtig. Intelligenz brauchen wir hier nicht. Und Wisdom geben wir auch 15.
Ja, damit ist er sehr, sehr durchschnittlich im Großen und Ganzen. Aber Wisdom brauchen wir wegen Paladin, wegen den Zauberspruchfähigkeiten. Stärke und Dexterity brauchen wir wegen dem Kampf. Aber wir werden sie eh, wie gesagt, noch machen. So, jetzt haben wir das gemacht. Wie war es jetzt? Form the Party. Wir können da viele, viele Sachen speichern. Zeig's gleich nochmal. Player 1 ist 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Formt. Wenn ich nämlich jetzt das Register reinschaue, dann sehen wir jetzt halt auch hier, wir können bis zu 20 Charaktere machen und können sie jederzeit in eine Party reinmachen. Das heißt, dass ich jetzt 1, 2, 3, 4 habe. Hätte auch sein können, dass ich jetzt halt erster Charakter, Charakter 14 und dann 15, 16, 17 mache und so weiter und so fort. Die Werte hier zeigen Female, Female, Male, Male, genau, Elf, Bobbit, Fassi und Dwarf, Dieb, Kleriker, Zauberer, Paladin und G ist gut. Was auch immer das heißt, das habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade. So, damit ist unsere Party fertig. Dann können wir Main-Menü wieder gehen und Start a New Game machen. Nee, Johnny Onward gehen, glaube ich. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Da ich das ja schon gemacht habe, damit wir das hier haben, ist ein Ork aufgetaucht und das ist ja noch nicht richtig bewaffnet. Von daher versuche ich mal, relativ schnell in die Stadt zu gehen. Ah, Mist. Kann ich eigentlich auch fliehen? Na toll. Wie war denn das? Das habe ich aber. Ja, das läuft nicht gut. Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Kann ich auch nicht wirklich fliehen? Mist, Mist, Mist. Kann ich Ready Weapon machen? Ja, genau. Du bist jetzt der Zauberer. Mist, das wäre eh. Player 4. Was hat ein Player 4 für Waffen? Super toll. Etria. Ach, Mist. Ja, wie gesagt, das lief alles nicht sonderlich gut. So, Ready Weapon. Dagger. Ready Weapon. Dagger. Wizard Spell. Ich glaube, du müsstest das schon können. Das müsste B sein. Zu low. Mist. An das muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Wizard Spell. Das ist tatsächlich zu low. Wir haben doch. Ja, stimmt, wir haben nur 4 Mana. Das Fiese ist, man startet eigentlich mit oh, wir haben es geschafft. Ork. Halt nicht das hier. Was war denn öffnen nochmal? Get Chest anscheinend. Trap evaded. Sehr gut. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier rein in Britain. Boah, das war jetzt echt übel. Weil, wie gesagt, man startet eigentlich. Man startet nicht mit Dings. Mit nichts ausgerüstet und nichts. Muss das erst ausrüsten. Und da ich mit dem Geld und dem Essen schon ein bisschen was gemacht habe, ja.
So, wenn man es anschaut, dann sehen wir jetzt hier unsere Werte. Da sehen wir auch hier. Gut. Genau, G. Das heißt poisoned oder gut. Also im Zustand, ob man verletzt ist, vergiftet ist oder sonst so weiter. Da haben wir nochmal Female, bla bla bla, unsere Werte quasi. Wie viel Mana wir haben. Das Mana, das per Schritte geht auch nach oben. Unser Level. Unsere Health. Von 150, ja. Ist ganz gut eigentlich gelaufen. Und unser Essen. Außerdem sehen wir dann jetzt hier noch, wie viel Gold wir haben. XP 3. Edelsteine 0, Schlüssel 0, Paut, keine Ahnung was das ist, 0, Fackel 0, Weapon, Dagger, Skin und dann sehen wir noch, was wir alles dabei haben. So, Dagger, das ist B, das muss ich mir mal kurz aufschreiben. Dagger ist B und Glaive ist B. Da werden wir noch uns besser ausrüsten müssen. Und das ist das, was wir dabei haben, genau. Z für 2. Es ist ein bisschen, nicht ganz so toll oder prickelnd gemacht. Z. Ach genau, das ist das, was wir haben. Und da sieht man, was wir dabei haben. Genau so war's. Alles klar. Und du hast dabei auch nur Glaive. Und du hast auch nur Dagger, Glaive dabei. Das war's, ja. Da müssen wir uns auch noch mal ein bisschen besser einrüsten, dass wir bessere Dinger haben. So. Uff, das war jetzt ein relativ schwieriger Anfang. Unser erstes Ziel ist auf jeden Fall mal ein Level hochzukriegen. Und zwar auf Level 5, weil mit Level 5 erscheinen nämlich auch neue Gegner, und zwar Piratenschiffe. Und wir brauchen nämlich definitiv auch noch ein Schiff. Puh, das ist heißt so, unser erstes Ziel ist quasi ein bisschen Geld machen, Ausrüstung holen und Leben nach oben machen. Und dabei können wir auch schon ein bisschen uns umschauen und Informationen sammeln. Das ist unsere zweite Aufgabe, nämlich Informationen zu sammeln. So. Transact 1 Meeting. Good day. Wir müssen nämlich jetzt ja auch sagen, wenn wir Transact machen, also wenn wir was machen wollen, wer von unseren Leuten reden soll. Also jetzt in diesem Fall Fala mit da unten. Good day. So. Ah ja, und man sieht auch schon hier, wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir schon hier, dass hier alles ein bisschen abgedeckt ist. Das ist auch noch eine andere Sache, wie, im dritten Teil. Zweiten Teil. Habe ich auch schon gesagt gehabt? Nee, habe ich noch nicht. Ich werde auch in diesem Spiel ein Grafik, oder man sieht es ja, einen kleinen Patch laufen lassen. Damit es ein bisschen besser aussieht. So. Wer bist du denn? Exodus lies beyond the Silver Snake. Ich glaube, das ist erst auch eins von diesen Sachen, die wir von Hilfen, die wir finden können. So, wir wissen, Exodus, das schreibe ich mir kurz auf, Lies Beyond, hinter der Silberschlange. Jede Stadt oder fast jede Stadt hat so kleine Hilfen drin. Du, man muss mit den Leuten reden, um einfach Sachen zu erfahren. So. Dupré lacht. Also Dupré lacht. Drink up. Wir haben Dupré hier. Yay. So, was ist mit dir? Hey, Friend. Have a drink. Cost 7 gepay. You pay? Yes. Oder muss ich jetzt sagen 1? Leave my shop, you scum. Ja. Yes?
7. Thank you kindly. Another. Yes. You pay. Wir müssen wahrscheinlich 7 wieder zahlen. Zahlen mal 10. Ambrosia, ever heard of it? Another? Nein, danke. Was ist mit dir? Können wir mit dir auch noch reden? Ach, keine Ahnung. Okay, schauen wir uns weiter um. Wer bist du? Moment, da war noch einer. Weapons, sehr gut. Good day. Das ist wahrscheinlich nur eine ganz normale Wache. Good day. So. So, List. Yes. Welcome to the Weapon Shop. Also, das ist der Waffenladen, aber das haben wir uns ja schon gedacht. So, jetzt können wir uns kaufen. B, Dagger. C, Mace, also ein Streitkolben quasi. Moment, das muss ich mir auch noch aufschreiben. B ist Dagger. Mace ist C, das will ich mir mal kurz aufschreiben, nur damit ich Bescheid weiß, was Sachen ist. Eine Sling ist eine D. Das ist auf jeden Fall schon mal wert, eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also eine Schleuder. E ist die Axt. F ist ein Bow. Also ein Bogen. Und G ist ein Schwert. So. Bogen wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, und dann haben wir noch Zweihandschwert für 250. Ich habe ja schon gesagt gehabt, Fernkampfwaffen sind in dem Spiel ziemlich wichtig. Genau wie im vierten Teil. Von daher würde ich eher auf Bogen gehen im Moment. Bogen kann auch allerdings nur zwei Leute bei benutzen. Und zwar, was war's? F war's. Bow. Here you are. May it serve you well. Möge es dir. Nein. Nochmal ein Bow. Wie können wir wieder gehen hier? Quit. Okay. So. Ready. 1, Weapon, F, Bow. Ready. Damit sind wir jetzt schon mal ganz gut gerüstet, finde ich. Wie war denn das? Jetzt muss ich nochmal schauen. Der Paladin kann auch einen Bogen benutzen. Wie konnte ich das nochmal rübergeben? War das M? Für Move? Modifies Ordner, Player 1. Ah ne, das war... Damit kann ich die Spieler austauschen. Also ob Fala auf 1 oder 2 ist und so weiter. Hand Equipment. Was war ein H? Hand Equipment von Player 2. Ah, genau. Nach Player 4. Weapons. Und zwar dem Bogen. Also das ist jetzt wirklich, ich muss sagen, ich muss H drücken für Hand Equipment. Da muss ich sagen, Player von Player 1, also von ihnen 1, Fala, so Scansio. Und da muss ich sagen, entweder F für Food, G für Gold, E für irgendwas. Was war ein E? Weapons oder Armor. So, how many? 1 in use. Ich habe doch 2. Habe ich nicht 2 gekauft? Ich dachte, ich hätte 2 gekauft. Da, Bow, 2 Stück. Okay, muss ich das jetzt verstehen? Ah, nee, nee. Und wieso habe ich 2 Hands? Okay, ich habe 2 Hände, klar. Klar. Okay, Hand Equipment from 1 zu 2 Weapons. Bow, Bow 1 in use. Huh. Okay.
Ganz ehrlich, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich gehe mal raus, weil ich speichern will. Und dann würde ich auch die Folge beenden. Ich muss da mit der Handhabung, das ist alles noch nicht ganz so einfach. Da muss ich nochmal schauen, wie das genau geht. Ich dachte, ich hätte zwei Burgen gekauft und da steht ja auch zwei drin. Warum kann ich die jetzt nicht einfach weggeben? Aber da muss ich mir nochmal nachschauen. Das werden wir noch machen. In der nächsten Folge werden wir dann uns einfach weiter ausrüsten. Die anderen. Dann weiß ich vielleicht auch ein bisschen besser, wie es geht. Hoffe ich jedenfalls mal. Dann werden wir auf jeden Fall die anderen besser ausrüsten, ein paar Sachen kaufen, ein paar Sachen noch verkaufen und die Stadt weiter anschauen. Das soll es noch ein paar Hinweise geben. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und tschüss.